So, wir sind wieder zurück bei FIFA. Rechts, links, rechts, links. Einfach mal machen, ne? Wer weiß. In der Liga geht's eigentlich so. Zwei Siege, zwei Niederlagen ist jetzt nicht das Beste. Leider auch letzte Folge verloren. Aber, na, Kann ich so quer? ich glaube, ich spiele nochmal ein Spiel mit. Weißt du was, scheiß drauf, den habe ich sowieso geschenkt bekommen. Hat eben jetzt Snyder 99 Verträge. Und ja, ich spiele, glaube ich, nochmal ein Spiel mit denen, weil ich will denen nochmal eine Chance geben, weil ich habe letztes Spiel Kacke gespielt. Das lag jetzt nicht unbedingt an dem Team. Ich habe einfach an sich schlecht gespielt. Und deswegen versuche ich es einfach nochmal. Und zwar in den gelb-blauen Trikots von. Von wem ist das nochmal? Everton, genau. Top Boys. Tabaluga. Wild Boys. Also, Wild Boys. Ja, er hat ein Hybrid aus, dass er so Brasilien Verteidigung gemacht hat und dann die ZDMs. Beides Brasilianer, aber beides aus der Premier League und dann halt in Premier League in den Sturm. Puh. Wie schön, wir dürfen dieses Spiel für Sie kommentieren. Unsere Ist doch Namen zu sind weht. Frank Buschmann und Manny Breukmann. Mit Benteke hat er Spieler natürlich machen Sie einen vor. ziemlich starken Stürmer. Ach, Unser bitte drück das doch Schiedsrichter jetzt heute weg. Sei nicht auch so ist ein Mr. Mongo, Benteke. oder? Er tut es auch nicht weg. Naja, auf jeden Fall. Benteke ist ziemlich körperstark und kopfballstark und ziemlich robust und generell der Boss. Unser Und ja, Schiedsrichter ist mal Mr. gucken, wie ich mit denen so Benteke. klarkomme, weil ich habe Insgesamt ein Boateng Torschuss. und Maxis. Boateng ist auch recht groß, Maxis weiß ich jetzt gar nicht. Der sollte aber auch so normal groß sein. Da, oh, das ist. Oder war es da gerade überhaupt? Oder war es Montolive? Ich weiß gerade gar nicht. Jetzt müsste eigentlich Maxes gewesen sein, der mit dem blonden Haar. Ja, Montolive ist da rechts. Boah, Alter, ist das irgendwie so ein Bug, dass der wahrscheinlich auch drückt und dann sieht das so aus, als ob ich nicht gedrückt hätte? Oder was hat der für ein Scheißproblem? Ich meine, kann ja nicht sein, dass der auch nicht wegdrückt. Kann ja schon mal vorkommen, dass da immer so irgendjemand ist, der da nicht wegdrückt, aber die ganze Zeit nur, jeder Gegner, das kommt mir dann doch ein bisschen spanisch vor. Warum tut der Kerl das? Ich. Ah, oh, jetzt. Mann, Nigga, Mann, Safe. Mann, fucking Nigga. Mit Barack Obama. Ja. Mann, das stimmt. Mann, 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 Nigga. Mann, Nigga, Mann, Nigga, Mann, Mann, fucking Nigga. Das war schon. Das ist lustig. Ach, das ist ja, das kenne ich. Super. Von dem Danke. Süßen her, wie heißt der irgendwie? YG oder so. Also YG. Okay. Und das Lied heißt Mein Ich Nigger, wer glaube, hätte da es muss der gedacht? Bruce noch Unterricht geben. Bruce? Bruce. Bruce. Westlich nach. Direkt raus wieder auf Jansen und jetzt auf Marcel Jansen. Bruma. Auf Bruce. Bruce? Das sieht nach Bruce? Möglichkeit aus. Bruce! Oh Gott sei Dank, scheiße, der Schuss. Halleluja. Gott bewahre uns. Ja, okay, der hat irgendwas im 60er-Bereich Shooting. Ist dann klar, dass er jetzt nicht so den besten Schuss hat. Aber den kann man dann echt mal reinmachen. Vielleicht hätte ich Finesse-Schuss machen sollen. Oh, jetzt ist er nochmal durch diesen gravierenden Fehler von meinem Gegner. Oh, jetzt nochmal Bruce. Ich nenne ihn Bruce wegen. Also das, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, zwar bei Supertalent sagt er dem immer die Tabulle und seine scheiß Meinung, die keinem interessiert. Und dann sagt er immer so Bruce, dass der halt eben der seine Meinung danach sagt. Aber der sagt nicht, oh Gott, was der Kacke. Also Finesse-Schuss mit dem geht schon mal gar nicht. Der sagt nicht Bruce, einfach normal Bruce. Nein, er sagt Bruce, so richtig behindert. Und deswegen machen wir uns über den immer lustig. Und da der Bruma heißt und Bruce, nenne ich ihn jetzt immer Bruce. Ist das jetzt der Bruce? Ja, das war meine Geschichte. Das Wort zum Sonntag, bevor wir Mittwoch haben. Komm jetzt. Heidewitzka. Der Kapitän. Immer der Bürger, fahren wir so, ja. Ach, ich mochte dieses Lied. Also, ich habe irgendwie dieses Lied immer gehasst. Okay, wieso sollte man das Lied jetzt auch unbedingt mögen? So, boah, Junge, das ballert voll, Bruder.
Wesley Snyder. Naja, konzentrieren wir uns mal wieder aufs Spiel und nicht auf Heidewitzka. Oh, sehr schön direkt weitergeleitet auf Yilmaz. Oh, der kann sich da noch teils durchsetzen. Auf Philippe Santana ist natürlich ein Tank, wie er im Buche steht. 1,90 oder 1 irgendwas mit 90 groß. 1,94 oder sowas ist er doch groß. Und Körperkraft hat er auch ausreichend, meine ich. Dann kann da auch so ein Burak Yilmaz nicht viel tun. Der bei mir, ich hatte ja den Inform von dem süßen Herrn Bruce. Ne, von Yilmaz. Boah, Junge, das war ein nicer Volley. Auf jeden Fall, ja, und da, Junge, der war einfach so körperstark, der Inform von Yilmaz. Der war einfach so krass. Der hat echt so krass einfach jeden weggedrückt. Bei wem mir das auch aufgefallen ist, letztes Jahr jetzt, bei Mario Gomez. Der hat auch richtig gegeben, Junge. Ah, schade. Da kommt Bruce leider nicht durch. 4-4. Snyder mit der Flanke auf Yilmaz. Oh, und da steht einer auf der Linie. Leck mich doch am Zuckerli. Oh. Junge, wer da reingegangen, der hätte keine Sonne mehr gesehen, Alter. Da wären alle Lichter ausgegangen. Alle. Diese Frau war Supertalent, die kennt Stimmen noch. Dieser Mann, stimmt, dass der so geredet hat wie eine Frau. Ja, als ob er so 9 wäre. Jo, mit Fallrückzieher erkläre ich das auch immer. Das ist Jackson. I feel no real. Na, das ist Jackson. Das bin natürlich lieb. Ach Gott. Snyder, oh, da haut er mal einen Schuss raus, aber war jetzt nicht so platziert und auch nicht die beste Schussvorbereitung. Deswegen auch kein Tor, das daraus resultiert. Ne? Oh ja, und da läuft gerade jemand, das ist der Snyder. Dann schicken wir den nochmal. Snyder mit links mal, aber... Der geht leider am Tor vorbei. Machst du nix. Die Schimmelfotze ist da. Jetzt wird schneller hier. Jetzt geht's los. Jetzt wird gefickt hier. Jetzt wird aber kriminell hier. Ja, aber Baby, ja, weiter, Baby. Du Nutte, ich fick dich tot, alle. Oh. Einfach bestes Video. Na, Nasencreme, ja. Wow. FIFA Ultimate Team. Über 3,5 Spieler. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Auf Yilmaz. Der wieder auf Maggio. Und da läuft Bruce. Oh, Bruce. Schade. Den konnte Bruce leider nicht bekommen. Ah, nee, da hat er mir den Ball vom Fuß gestohlen. Ach Gott. Heidewitzka. Oh, das ist so ein einfach so ein klassisches Mittelfeldspiel, finde ich irgendwie so. Was sich gar nicht so im Strafraum vom Gegner oder von bei mir ab. Oh nein. Nicht jetzt noch vor der Halbzeit irgendwie so ein. Oh. Na. Das ist so ein typisches Unentschieden-Spiel hier gerade. So ein 0-0-Spiel. So nichts passiert, ne? Ja, Halbzeit 0-0, eben, ne? Ich hatte aber, fand ich, von den Chancen her bessere und auch mehr, ja, war auch so, aber nur von den 7 Schüssen nur 2 aufs Tor, das ist, ja, ne. Ich erinnere auch nur an diesen ersten Schuss von Bruce, der war nicht so toll,
Aber hier ist er direkt wieder. Kann seine Dribbelstärke zeigen. Bleibt aber leider hängen. Ah, schade. Ja, das hat nicht so geklappt. Oh Gott, jetzt läuft er mal mit Benteke. Aber der ist mir. De Jong klärt ihn auf Montelivo sehr geschickt. Und Maggio kann den leider nicht bekommen, weil Marcelo ihn davor noch stibitzt. Wie man das so schön stibitzt, also ein Kackewort. Es gibt echt so deutsche Wörter, wo ich mir denke, Alter, wer hat die erfunden? Wer kam denn auf? War das Mr. Stibitz oder was? Herr von und zu stibitzt. Alter? Ja, klar, vergewaltige mich doch einfach auf dem Spielfeld, Benteke. Macht ja nichts. Komm, Bruce, Junge. Bruce! Bruce! Bruce? Gegen Maicon. Maicon ist natürlich körperstark wie ein Esel, oder? Oh, Junge, jetzt auf Yilmaz. Wo wir gerade bei Esel waren. Yilmaz macht das Tor. Ja, Mann. Deal with it! Oh, warte, warte. Marco, jetzt kommt sie da. Do it. Oh, Junge. Bruce? Mit der Flanke und Burak Yilmaz mit dem Kopfballtor. Das meine ich, wenn halt eben in der Mitte so die ganze Zeit so nicht so viel läuft. Ja, Junge, Benteke, der läuft da einfach durch. Der kennt, guck mal, da kennt er nichts. Keiner kann ihn einfach aufhalten. Das geht einfach nicht. Auf jeden Fall, dann flankt man nochmal rein und dann hast du halt eben so einen wie. Oh nein, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Dann hast du halt eben so einen wie Yilmaz im 4-3-3 im Sturm. Was ich sowieso finde, sollte man eher immer haben. Ich glaube, Drogba wäre, wenn er kein High-High hätte, wäre er da perfekt. Also bei dem Team davor hatte ich ja auch Drogba. Da ist mir das im Angriff, so in Kontersituationen oder so, eigentlich nicht wirklich aufgefallen. Oh, Montolivo, ja! Ziemliches Lackertor, aber nehmen wir es doch hin, ne? Montolivo, der Boss. Mit, der so irgendwie aussieht wie Özil. Der italienische Özil. Montolivo sieht hier so voll aus wie Özil. Ja. Also weil er, das sieht so aus, als ob er auch so Chamäleon-Augen hätte, da irgendwie der 360-Grad-Bewegung ja, bewegen kann. Oh, Benteke, Junge, ne? Der den nehme ich auch. Also wenn ich mir jetzt bei, also das ist ja irgendwie, ich verstehe auch diesen, was ist? Ich verstehe auch irgendwie diesen FIFA-Markt nicht, also wie die einfach nichts mehr kosten, außer die Premier League-Spieler. Die kosten alle noch schön. Und halt eben so Ibrahimovic und so, ne, also die ganz hochbewerteten. Aber ich meine jetzt so von den normalen, da kosten die so irgendwie gar nichts. Was? Der ist Mikro vorstellt. Von diesem Philips. Ah ja. Burak Yilmaz. Oh, sehr schön, aber kann sich da leider nicht weiterhin durchsetzen. Boah, da schummelt sich Sneijder vor. Sneijder mit dem. Boah, Schuss. Hallebre. Der war fast dran. Ah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Genau, mit dem Markt und so. Um das ist. Ne, erst ein Premier League Team oder mit Premier League Wurzeln ein Team mache, wenn teils von manchen Spielern sind ja die Preise jetzt nicht so hoch, so zum Beispiel Benteke kann man alles bezahlen, aber dann so Nasri noch so viel und so, weil er wird, keine Ahnung wie lange das noch dauert, aber dann wird er auch nicht mehr viel kosten und ja, dann kann man auch mal so Nasri einbauen. Ich bin ja sowieso nicht der, der tradet, also ich trade überhaupt nicht, gar nicht. Auch wenn ich vielleicht die Zeit hätte, aber ich habe einfach die Lust nicht drauf, ganz ehrlich. Das ist einfach. Ich glaube, ich bräuchte. Ich würde sogar noch lieber irgendeinen bezahlen, der für mich tradet, anstatt ich das selber mache. Weil ich finde es einfach so langweilig. Weißt du, dann hocke ich im FIFA drin, denke mir so, ich könnte jetzt entweder traden oder ich spiele einfach. Und dann spiele ich. Weißt du, wie soll ich denn. Ah, sehr schön. Und dann denke ich mir einfach so, ja, wieso dann jetzt traden? Habe ich halt den Catch, wer eben teurere Teams machen. Aber, pff, keine Ahnung, dann macht er dem ein paar Mal Pack-Opening oder so, dann ist das Geld auch drin. Ne? Vor allem habe ich jetzt
Ja, meine Freunde, ich habe eine Stelle bekommen. Also ich bin jetzt unter Vertrag bei FC Bayern, nein, bei der Shell. Kennt man ja, ne? Als steht an der Kasse und verkauft Zigaretten und so. Ja, bei der Shell. Ja, dann nicht die Tankstelle. Ja, aber sie heißt ja so. Ja, das ist von Shell, die Tankstelle. Aber auf jeden Fall, vor allem in der Industrie da, die ist ja in Wesseling, also da bin ich dann halt eben nicht in Wesseling-Godorf, sondern in normalen. Und das heißt, dass ich nächstes Jahr schon Geld verdienen werde, was richtig geil ist, Alter. Muss ich mir mal, wenn man sich das mal so vorstellt, 16 und du verdienst schon Geld. Oh, schade, kann ich jemals nicht mehr bekommen. Ja, man, ja, das ist ja auch normal, aber wenn man sich das so vorstellt, was du dir so alles davon kaufen kannst und sowas. Boah, jemand ist jetzt hier mal durch und der wird jetzt einfach gezogen. Das muss eigentlich Rot geben, weil der war letzter Mann und wenn er abpfeift, dann muss er auch Rot geben. Ja, und das gibt auch Rot. Für Alex. Tschüss, Alex. Tschüss, Alexis Texas. Der hat aber nicht so einen Arsch wie die. Montolivo, ich denke mal, das macht er Snyder, oder? Jo, das macht er Snyder. Snyder. Oh Gott, hat er noch abgefälscht? Oder habe ich den einfach so scheiße geschossen? Ich glaube, ich habe ihn einfach nur so scheiße geschossen, oder? Ja. Ich wollte da eigentlich gar keinen Effet reintun, aber irgendwie bin ich vom Stick abgerutscht. Und dann habe ich den absolut kacke geschossen. Bruce. Ich werde einfach aus Protest jedes scheiß Team mit Bruma bauen, damit ich einfach immer wieder Bruce sagen kann. Ne? Das, Alter. Boah, und jetzt schicke ich hier mal den Maggio. Und jetzt, das ist genau die Situation, die ich meine. Maggio auf den Außen reinflanken und da bekommt jemand, was noch den Ball schießt und da kriegt man eine Ecke für, ne? Wenn ich jetzt versucht hätte, mit Maggio zu dribbeln, hätte das vielleicht auch geklappt. Aber ich denke mal, so ist teils die Wahrscheinlichkeit eigentlich höher, dass daraus auch mal was wird, ne? Jetzt nochmal ablegen auf Jansen. Jansen ist Linksfuß, wird aber beim Schuss gestört, deswegen jetzt auf Yilmaz. Was mache ich jetzt? Auf... Nee. Hallebre, Alter. Benteke, oh Gott, das wird nicht schön. Das wird echt nicht schön. Ich muss hier außen decken, damit er nicht den Pass macht. Und jetzt wird er aber schießen und ja. Habe ich doch gesagt, das wird nicht schön. 90. Minute macht Benteke noch ein Tor. Aber ich meine, ich habe schon 2 Tore. Oder? Bitte? Ich hoffe und ich glaube, ich habe schon 2 Tore gemacht oder so. Auf jeden Fall mehr als 1. Ja, Gott sei Dank. Das wäre es doch jetzt gewesen, ey. Oh, das war... Oh. Aber ich sage euch jetzt was. Diese Ecke werde ich nicht lang machen. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht die Frau Langmann. Haha. Sondern ich mache das jetzt so. Weil, wenn ich die jetzt mache, ist die Chance groß, dass mein Gegner einen Konter bekommt. Und ja, dann das Tor macht. Aber so spiele ich den kurz. Mit paar Pässen um den Strafraum und dann die Lücke suchen und wenn die Lücke da ist, dann den Pass bringen. Und in diesem Fall war es auch Maggio, der dann das Tor macht. Das ist einfach sicherer in der 90. Minute, weil ich habe echt keinen Bock, da noch einen Konter zu kassieren und dadurch mein Spiel zu verhauen. Ja. So, das war's auch von diesem Spiel. Montolivo. Amen, Dance. Das war's auch von diesem Spiel. Montolivo, bester Spieler des Tages. 513 Coins. Ja, von der Statistik her denke ich, geht das klar. Ich fand auch, dass ich so an sich auch besser im Spiel war als er. Und damit denke ich, ist dieser Sieg schon gerechtfertigt. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei den nächsten Folgen hoffentlich wieder bei FIFA 14 Ultimate Team.